Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Crossing New Crossing. Jetzt habe ich schon wieder Crossing gesagt. Das heißt, glaube ich, anders. Aber ist mir egal, ich bin kein Engländer oder Amerikaner, ich kann kein Englisch, tut mir leid. Guten Morgen, liebe Bewohner. Oh, Melinda hat eine Weihnachtsmütze auf. Ich habe mir auch eine gekauft dieses Jahr. Ich weiß. Braucht man eigentlich nicht, ne? Aber egal. Es ist Donnerstag, der 24. Dezember. Heute ist Spielzeugtag und es soll wohl gerade jemand voll beladen mit Geschenken über die Insel spazieren. Falls ihr auf unseren Besucher trefft, fragt ihn ruhig nach einem Geschenk. Vielleicht bekommt ihr ja eins. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, Leute, ich muss euch was beichten, ne? Wir hatten ja den Schneemann auf der Insel, ne? Ich habe jeden Tag probiert, den perfekt zu kriegen. Ich schaffe es nicht. Auch nicht mit dieser komischen 10-Fliesen-Technik. Ich wollte es jetzt mit zwei mehreren probieren. Aber der Käfer hat diesen Schneeball ins Wasser geschubst. Und ja, das war dann halt traurig für mich. Oh, guck mal, 300 Tage war ich schon auf der Insel. Nice. So, wir haben hier Holzstapelwand, einen coolen Tannenbaum und wir haben noch ein paar andere Sachen. Ich guck mal eben, ob die hier sind. Ja, hier sind die. Die habe ich schon bereits. Aber diese Eisdinger, ne? Vor diesen Schneemännern, ich kriege nichts, weil ich einfach zu schlecht bin, Leute. Bin zu schlecht. Wir müssen eigentlich Post haben, denn ich habe was gekauft. Von Rainer Schatzkutte, der war gestern da. Ich weiß gar nicht mehr. Das Blumengemälde. Ich weiß nicht, ob es das echte ist. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Ich wollte das eh haben. Und die anderen Sachen, die hatten wir auf jeden Fall schon. Deswegen war das jetzt nicht so das Problem. Wir gehen aber erstmal kurz herum und gucken wegen dem Rezept, ne, von einem Bewohner. Thomas ist da. Hallo Thomas. Hä? Ja, mach auf. Ich glaube, man kann auch an dem Tag Sachen verschenken, oder? Ich muss gleich mal gucken. Ich habe nur keine Weihnachtsmütze. Vielleicht finde ich die gleich im Shop. Geschenkpapier habe ich aber nicht. Ja, gut. Dann, Thomas, ich komme gleich nochmal wieder. Glaube ich. Vielleicht auch nicht, ja? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich wiederkomme. Auf jeden Fall ist es jetzt das erste Mal, dass es zumindest ein bisschen schneit, während Schnee schon da ist. Aber... ja, es gibt doch auch so einen Schneesturm, oder nicht? Auf den warte ich die ganzen Tage schon. Der kam einfach nie, Leute. Nie. Am 31. Ja, kommt noch ein Part Animal Crossing. Während dem Feuerwerk werde ich dann so ein bisschen meine Spiele-Highlights und sowas dann sagen. Und mal darüber sprechen, was überhaupt alles so rausgekommen ist in diesem Jahr. In diesem verrückten Jahr. Thomas, du warst gerade noch drin. Okay, Mumie ist nicht da. Ach nee, du bist gar nicht Thomas. Du bist hier. Victor. Gott, hätte ich fast schon den Namen vergessen. Ja, da werde ich so ein bisschen über Serien und Filme reden. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe sehr, sehr viele Serien geschaut. 132. Ich werde, glaube ich, nicht alle durchgehen. Ich werde, glaube ich, so 5 schlechte und meine 5 Favoriten vom... und meine meist erwartesten Serien sprechen. Und vielleicht auch noch so ein bisschen auf das nächste Jahr gucken, ne? Was da also rauskommen soll. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drüber. Genau, das machen wir am 31. Ob der Part erst um 0 Uhr rauskommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht schon früher. Ich weiß nicht, wann das Feuerwerk hier stattfindet. Ob es erst um 0 Uhr beginnt oder schon ein bisschen früher für die kleineren Kinder. Ja, das sehen wir dann. Ich möchte immer noch die Rezepte haben, ne? Hier ist niemand zu Hause. Hallo, Kapuki. Wo ist das Rezept? Wo ist das Rezept geblieben? Wer hat das Rezept versteckt? Hast du das Rezept hier? Hä? Nee, du hast es nicht. Mann. Hä? Was wolltest du von mir? Ich wollte ein Rezept holen. Mann, ey.
So, wenn wir schon mal hier sind, dann kaufe ich mir mal ganz kurz Geschenkpapier. Für die einzelnen Bewohner. Heute nochmal frischen Corona-Test gemacht, ne? Wer kann, der kann. Wer kann. Ja. So, Geschenkpapier war hier, ne? Ja, ich habe Interesse. Was hast du denn Schönes heute? Blau oder lila? Okay, komm, nehmen wir lila. 5? Wir nehmen mal 10. 10 Stück, ja. Super. Ja, ich bedanke mich auch. Und ich hoffe, ihr vergrößert euch im nächsten Jahr. Sonst weiß ich nicht, was mit den Entwicklern los ist. Jeder will ein größeres Einkaufszentrum hier drin haben. Und ihr bekommt es noch nicht. Das ist ein Skandal. Für Animal Crossing ist das echt ein Skandal. Nee, da das ja schon im Sommer fertig gewesen. Ich wäre jetzt schon durch gewesen mit Animal Crossing, mit dem Einkaufscenter. Mit allen 5 Stufen, die es damals gab. Mann, ey. Okay, so. Ich pack schon mal irgendwas ein. Eine Maisbirne. Können wir einpacken. Einpacken. Maisbirne. Einpacken. Was haben wir denn hier? Oh, Rezepte können wir auch einpacken. Yeah. Ich schenke denen einfach Rezepte, die ich doppelt habe. Das ist ja insane gut. Ja, nice, Leute. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist echt cool. Guck mal, ich habe sogar genau passend für alle doppelten Rezepte. Oh, da werden sich die Bewohner aber freuen, oder? Ja, ich denke mal schon. Mega gut einfach. Mega gut. So, tada, fertig. Gut, dann. Oh, da haben wir ihn schon. Nee, ich möchte erstmal noch hier gucken. Wie, Henrik ist nicht da? Sah so aus. Eine Weihnachtsmütze? Hallo? Habt ihr eine für mich? Wir haben das Rezept jetzt immer noch nicht gefunden, ne? Und das am Strand auch noch nicht. Oh Gott, da müssen wir gleich echt noch gucken. Ich bin da alles durchgegangen, oder? Ne, unten rechts die Ecke habe ich, glaube ich, nicht. Oder? Doch. Doch, die müsste ich haben. Haben wir das schon? Oh, ich meine schon. Egal, komm. Tragen wir jetzt einfach. Ja. Passt es dann. Passt besser. Für heute. Ja, leg's in die Post. Tschüss. Ach, es gab auch ein Bad. Oh. Da muss ich gleich nochmal rein. Nochmal rein. Mal eben hier die Meilen abholen. So. Perfekt. Und den Bad. Den Bad brauche ich natürlich auch. Mann, hätte ich mal lieber direkt alles durchgeschaut. Außerdem spiele ich momentan auch wieder privat ein bisschen mehr Minecraft. Denn ich bin bei so einem Serverprojekt dabei. Weiß noch nicht, ob ich es aufnehmen werde. Ich glaube nicht. Es ist momentan eher so entspannend und ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass ich lieber. Oh, das ist auch cool. Oh, heute gibt es ja voll die coolen Sachen. Ich laufe so rum, finde ich irgendwie nice. Hightech-Schuhe, die habe ich ja noch nie gesehen. Komm, zieh mal an. Perfekt. Boah, super. Wir sehen gut aus. Ja. Tschüss. Tschüss, Dina. Ach, du hast auch eine Weihnachtsmütze auf. Ja, nice. Cool. Finde ich echt stark von euch. So. Hier rennet hier. Ah, nee. Wir haben irgendwo das übersehen. Wo haben wir das übersehen? Da habe ich es eingesammelt. Nee, habe ich nicht. Oder habe ich es nicht schon eingesammelt? Ich meine nicht. Ja, oben da waren wir noch gerade, oder nicht? Nein, da ist es auch nicht. Okay, dann keine Geschenke für uns, Leute. Mann. Ich weiß nicht. Ist ja tragisch hier.
So, hallo, Rentier. Hohoho, frohes Fest. Ich begrüße das schwarzennasige Rentier. Ist das nicht eine ganz besondere Jahreszeit, die wir gerade haben? Doch dazu feiern wir heute den wohl aufregendsten Tag des ganzen Jahres, den Spielzeugtag. Und aus diesem Grund bin ich hier. Ich helfe nämlich dem Weihnachtsmann beim Geschenke verteilen. Hohohoho. Na, wie läuft dein Spielzeugtag bisher denn so? Genießt du die Festtagsstimmung? Leider gibt es da ein winziges kleines Problem, das die Stimmung trüben könnte. Ich habe das Geschenkpapier vergessen, ist das nicht zu glauben? Hier stehe ich nun bepackt mit Geschenken für groß und klein, vom Chef höchstpersönlich ausgesucht. Nur eingepackt sind sie halt leider nicht. Wo bleibt denn da die Freude, wenn es nichts auszupacken gibt? Hoho, ich habe eine Idee. Du siehst mir aus wie jemand, der Freude am Basteln hat, stimmt's? Mit Sicherheit hast du geschicktes Händchen als der gute Kries. Könntest du mir vielleicht etwas Geschenkpapier anfertigen? Ich habe auch eine Bastelanleitung dafür. Oh, cool. Cool. Ich brauche auch bloß 3 Stück dieses exklusiven Geschenkpapiers. Da gucken wir mal hier. Cool. Geil, bekommen wir jetzt echt hier noch Geschenkpapier. Als Rezept brauche ich ja nie wieder mehr zum Nook gehen. Blauschmuck. Oh, guck mal, haben wir alles. Warte, wie viel brauchen wir das? Blauschmuck brauche ich noch ein bisschen mehr. Okay. Ich brauche von allem mehr, oder? Nee. Nur dies, das da. So, warte, ich suche mal eben hier einen Baum. Oh, das ist jetzt alle das Tal, finde ich mega cool. Hier ist einer. Also bei dem sehe ich mehr. So, hopp. Oh, da haben wir gelb. Wir brauchen blau. Hatte gerade Schleim im Mund. Komm! Mach doch hier endlich, ey. Blau, das ist blau. Aber wir sammeln trotzdem mal alles ein. Außer den Stock. Und fertigen mal kurz an. Oh, die haben ja jetzt noch mehr geschmückt als sonst, oder? Ich glaube schon. Hallo Leute. Willkommen beim Nook-Portal. Erster Tag. Hä, was? Ich war doch gestern auch da, oder nicht? War ich gestern da? Ich glaube nicht. Oh Mann. Egal. Etwas herstellen. Geschenkpapier. Zack. Boah, ich habe schon lange nicht mehr gecraftet, ey. Weitermachen. Denn wozu soll ich was craften, wenn ich noch überhaupt nicht weiß, was ich überhaupt, wie ich die Insel designen will? Also ich habe jetzt schon, ne? So weit. Ich bin noch nicht mit dem Wald zufrieden, ja? Da fehlen mir irgendwie noch so kleinere Bäume vielleicht. Irgendwie sowas. Ja, obwohl die Weihnachtsbäume, die würden da gut hinpassen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Die sind nämlich echt klein. Ich hätte gern einfach mehr Bäume. So als Möbelstücke, ne? Ohne so einen Topf, sondern einfach, den man da hinstellen kann. So, Herr Rentier. Hoho, bist du schon fertig mit dem Geschenkpapier? Dürfte ich es dann bitte haben? Klar, hier. Hohoho, vielen lieben Dank. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ein schickes Spielzeugtag-Sockenset. Was wohl passiert, wenn du sie heute Nacht bei dir zu Hause aufhängst? Nun denn, da du mir bisher so lieb geholfen hast, will ich gerne noch mehr Festtagsfreude mit dir teilen. Wenn du möchtest, darfst du mich beim Verteilen der Geschenke unterstützen. Na, wie klingt das? In die strahlenden Gesichter der Beschenkten zu blicken, erfüllt mein Herz immer wieder mit Freude. Dieses Gefühl will ich gerne mit dir teilen. Und als kleinen Bonus gibt es nur ein Geschenk obendrein. Aber bevor es losgehen kann, brauchst du noch einen von denen hier. Ein Sack! Oh, dieser magische Geschenkesack ist gefüllt mit allerlei Geschenken für die Bewohner dieser Insel. Deine Aufgabe besteht darin, mit dem Geschenkesack in der Hand sämtliche Geschenke zu verteilen, aber trödele dabei nicht herum, denn sobald es 5 Uhr schlägt, verliert der Geschenkesack seine Zauberkraft. Und auch ich werde mich bei Sonnenaufgang wieder auf die Socken machen. Hast du alle Geschenke zugestellt und den Sack zu mir zurückgebracht, bekommst du eine tolle Belohnung. Damit meine ich nicht nur das tolle Gefühl für Glück und Freude gesorgt zu haben. Ich bin mir ebenfalls sicher, dass dieser Spieltag bei dir in guten Händen ist. Uhuhuhu, ich habe ein Geschenk für dich.
Ja, da wird jeder erwartet, dass du im nächsten Moment hier ein Geschenk zu ihm sagst. Hier, ein Geschenk. Wie, ein Geschenk vom Weihnachtsmann? Danke fürs Ausliefern, Kleiner. Der Alte hätte es zwar ruhig selbst vorbeibringen können, aber unterm Strich zählt der Ertrag. Hahaha. Warte, Edde, ich bin leicht bei dir. Und für deine Mühe kriegst auch noch was, dass das gleich mal klar ist. Da, bitteschön. Ich krieg ein Geschenk. Guck nicht so, du musst das Papier schon aufreißen, um zu sehen, was drin ist, Nimue. Ich bekomme auch Geschenke. Kinderzelt. Danke. Ah, das ist echt cool. Das können wir hinten auf dem Campingplatz stellen. So, hallo Mitsuzu. Ach, Bäckchen. Wie schön, dass du mich wieder mit deiner Aufmerksamkeit würdigst. Fast fürchtete ich, du gingest mir aus dem Weg. Doch augenscheinlich liegt zwischen uns doch keine Kluft. Fröhlichen Spielzeugtag, mein kleiner Weihnachtsmann. Hast du auch für mich ein Geschenk in deinem Sack? Hier ein Geschenk. Oh, war der Weihnachtsmann zu beschäftigt und hat deshalb dich angeheuert? Bitte bestell ihm meinen herzlichen Dank und dir danke ich natürlich auch, Bäckchen. Du legst dich für den Weihnachtsmann wirklich ins Zeug, dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Danke schön. Oh, ich will gleich mal gucken, ob Eugen auch eine Mütze aufhat. Sollte der Weihnachtsmann sich dereinst zur Ruhe setzen, gäbest du einen vortrefflichen Nachfolger ab. Oh, danke schön. Was bekomme ich hier? Aufklappbilderbuch, das haben wir schon. Oh, Mann, Müll. Müll, ich bekomme hier wieder Müll von den Bewohnern. Hallo, Huschke. Oh, Enrique. Ups. Oh, hey Moritz, wie geht's dir so? Hab dich lange nicht mehr gesehen. Du meintest mich doch nicht etwa? Keine Spaß. Ich find's immer klasse, wenn wir mal reden. Ja. Du siehst voll nach Weihnachten aus. Ja, hier ein Geschenk für dich. Nanu, ist das echt für mich? Echt ehrlich? Aber das ist doch vom Weihnachtsmann, oder? Auch egal, jedenfalls macht mich das echt happy. Vielen, 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 vielen Dank, Hüppi. Wie? Ich bekomme nichts von dir? Oh mein Gott, ich habe nichts von ihr bekommen. Das ist aber gemein, oder? Henrike? Ich finde das echt gemein von dir. Wirklich. Also das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ne? Meine Augen werden dich beobachten. Hallo Hutschke. Ach, Maren. Ja. Maren, ich mag dich. Nicht so wirklich. Aber, oh. Ne? Falls mal irgendwann Coco kommen sollte, dann bist du weg. Ich weiß, dass du eigentlich bloß was helfen willst, aber ich werde das trotzdem machen. Wow. Sie hat mir auch nichts geschenkt. Wieso mache ich das hier überhaupt? Ihr sollt mir Rezepte schenken, am liebsten Eisrezepte. Ach, Menno. So, gucken wir mal eben kurz. Ach, die Treppen sehen jetzt gut aus mit dem Schnee. Ich bin nämlich noch keine Treppe gelaufen in dem Spiel, als Schnee da war. Ob Eugen auch eine auf hat? Oh, ich bin so gespannt. Eugen hat keine auf. Wow. Mann, ey. Da hätte ich mich jetzt echt drüber gefreut, dass der eine auf hat. Naja, kann ich nichts machen. Und den Sack, den will ich behalten. Als Andenken, der ist cool. So ist das. So, Kabuki war noch hier auch irgendwo. So. Wo ist denn Kabuki? Ich hatte ihn schon, oder? Ah, doch. Ja, ich komme jetzt mal vorbei. Ja. Hier, guck mal, hier ein Geschenk für dich. Victor. Ja, danke. Wow. Der schenkt mir auch nichts. Das finde ich traurig. Ist aber gleich noch ein Haus. Oh ja, da unten ist noch ein Haus. Ach, vielleicht ist das Rezept hier. Da ist das Rezept. Aha.
Den Stand hier schon wieder ganz vergessen. Ein Pappgras. Ach, das haben wir noch nicht. Super. Ich brauche zwar dieses Pappgras nicht, ja, aber es ist gut, dass wir das noch nicht haben. So, gehen wir mal links. Ich liebe diese Schneebäume, die sind echt schön geworden. Haben sie echt gut gemacht. Hallo! Oh Gott, was ist das denn hier für eine Musik? Wie? Ja, hier, Geschenk für dich. Bitteschön. Ja, 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 von mir. Von mir natürlich. Ach, du schenkst mir auch nichts. Ich merke mir das alles, ne? Leute. Ich merke mir das, wenn mir was geschenkt hat und wenn nicht. Ja, und dann gibt's wirklich Ärger. Wenn ich euch irgendwo sehen sollte. So, nächstes Haus. Das ist eigentlich durch die Schornsteine kommen. Naja, der moderne Typ geht halt durch die Tür. Hallo, mein kleiner Sunny. Na, wie geht's dir? Viel zu viele Frösche, Leute. Die müssen weg. Ja, ja, nenn mich weiter. Mammonus. Oh, er guckt immer so traurig, ne? Ja, so richtig traurig, so betrübt. Als ob er nicht glücklich wäre. Aber wenn ich gehe, dann ist er glücklich. Seltsam. Seltsam, seltsam. So, wer fehlt uns denn jetzt noch? Oh, du bist zu Hause? Vorher warst du, glaube ich, nicht zu Hause. Herr Kabuki. Ah, ne, Kabuki wohnt, glaube ich, am Strand. Huschke? Ach, er. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Nee, nicht lesen. Ich hab was für dich. Mein kleiner Bibliothekar. Hallo, ich hab ein Geschenk für dich. Ja, komm. Willst du mich verarschen? Danke. Jetzt aber. Was schon sagen, ja. Mann, 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 Mann. Ja, von mir natürlich. Okay. Guck mir mal. Ich habe ein Rezept. Neues? Ach, Pappgras. Pappgras. Och, Alter. Wieso kann man nicht irgendwie direkt von Anfang nach oben scrollen? Ja, Pappgras haben wir. Okay. Guck mal, jetzt wird's auf die Karte. Kabuki fehlt uns noch. Ja, eigentlich nur noch Kabuki. Dann suchen wir den kleinen Schlingel mal. Der nicht zu Hause ist. Ich hoffe, er ist nicht im Museum oder so. Das wäre ein bisschen nervig. Ja. Ich sehe mir den jetzt gleich irgendwo. Kabuki? Rennt der, ich bin ja kaputt genießt. Da ist er, ich hab ihn. Ja, hier ein Geschenk. Mein kleiner. Ja, für dich. Oh, ne? Wow, er schenkt mir auch nichts. Okay, ich bin fertig. Hallo, Kindchen. Na, wie läuft's denn so mit dem Botengängen? Läuft prima soweit. Dann wollen wir doch mal sehen. Du hast ja schon mehr als die Hälfte aller Geschenke ausgeliefert, die in dem Sack waren. Durch eine Einstellung lobe ich mir. Wobei du so emsig warst, soll ich dir vorab eine Kleinigkeit erhalten. Wie? Die anderen auch? Okay. Falls du dich fragst, wie viele Geschenke noch im Sack sind, wirf einfach einen Blick in deine Tasche. Immer schön weiter so, Kindchen. Och, ein Geschenkeberg. Cool. Sehr cool. Zeig her. Ah, sehr cool. Also, so, wie viel... Habe ich denn so viele Geschenke? Thomas? Nicht Thomas nicht schon? Das war Victor. Ups. Thomas, wo bist du? Ah, nee, der war doch bei mir, oder? Ah, er war in seinem Haus. Stimmt. Find's gut, über der Hälfte hast du schon, ja? Fehlt nur noch ein Geschenk.
Hallo Thomas. Ja, ein Geschenk für dich, mein Kleiner. Ja, bitteschön, dankeschön. Tschüss. Mann, dass sie mir alle keine Geschenke geben, Leute. Aber ich bin nur der Weihnachtsmann. Stimmt, der Weihnachtsmann bekommt höchstens... Nee. Der bekommt gar nichts, ne? Selbst der Nikolaus bekommt Kekse hingestellt. Das ist ja traurig einfach nur. So, wo ist mein Rentier? Da ist er. Ja, hallo. Hohoho, wie läuft's? Bin fertig. Hoho, dann wollen wir doch mal sehen. Du hast es tatsächlich geschafft. Dieses Geschenk hat seinen glücklichen Besitzer gefunden. Ah, ich kann das Glück und die Freude dir, die über dieser Insel strömen, förmlich spüren. Den Geschenkesack brauchst du dann wohl nicht mehr. Warte, ich nehme ihn dir schnell ab. Och man, ich hätte ihn gerne behalten. Du warst mir eine große Hilfe, Kindchen. Und dafür sollst du nur etwas ganz Besonderes erhalten. Deinen eigenen Spielzeugtagschlitten. Du hast den Bewohnern von Nimmerland einen wahrhaft magischen Spielzeugtag beschert. Nicht nur das, du hast mich damit auch zum fröhlichsten kleinen Rentier auf der Welt gemacht. Nun, da meine, unsere Arbeit hier getan ist, dürfen wir uns getrost ein kleines Päuschen gönnen. Vielleicht laufen wir uns beim nächsten Spielzeugtag erneut über den Weg. Mach's gut, Kindchen. Boah, das war's schon. Schade. Schade. Zeig mal her. Der sieht echt cool aus. Ja. Gefällt mir sehr. Ja, gut, Leute. Dann... Die haben Spaß ihres Lebens. Und ich würde dann sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann in dem Recording erst am 31. wieder oder am 1. Schauen wir dann mal. Und ja, ich wünsche euch schöne Feiertage und ein frohes Fest. Ja, Leute, ganz ehrlich, ne? Hier die Schneebälle zu machen. Was passiert eigentlich, wenn ich ihn da runterschubse? Klappt das? Bleibt er ganz oder ist er kaputt? Okay, ist kaputt. Ja, auf jeden Fall die Schneemänner, ne? Oh, da habe ich ja angeblich noch Zeit bis Februar oder sowas, ne? Na gut, Leute, das war's dann. Wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamitor 3 und ciao.